Aktiv gegen Fachkräftemangel. Die Weiterbildungsagentur West wird eröffnet. Derzeit werden in Sachsen-Anhalt mit großen Investitionen und neuen Ansiedlungen viele Arbeitsplätze geschaffen. Auf der anderen Seite gibt es hier leider einen Fachkräftemangel. Genau um bei Weiterbildungen unter die Arme zu greifen, wurde nun die Weiterbildungsagentur West eröffnet. Hier wird man beraten und es werden geeignete Förderprogramme passend zur Weiterbildung rausgesucht. Also das ist genau ein gemeinsames Projekt der Agentur und des Landes, also der Landesinitiative Fachkraft im Fokus und auch des regionalen Zukunftszentrums Digitale Arbeit. Wir haben uns da bewusst auf Augenhöhe zusammengeschlossen, um für Unternehmen und auch Beschäftigte, die sich weiterbilden wollen, ein Mehr anzubieten. Also es gibt einen Dschungel an Möglichkeiten, sowohl an Weiterbildung. Es gibt 300 Ausbildungsberufe, 21.000 Studiengänge und es gibt mehrere hunderttausend Weiterbildungen, ganz viele Fördermöglichkeiten. Da kann sich kaum ein Unternehmen oder eine Einzelperson selbst durchfinden. Und wir bieten mit der Weiterbildungsagentur Beratung aus einer Hand an. Das funktioniert dann so, also dass ich ein Unternehmen meldet und seinen Bedarf kundtut bei einer zentralen Telefonnummer oder auf der Internetseite, dann steckt das Team im Hintergrund die Köpfe zusammen und sucht nach einer guten Lösung, sowohl nach einem passenden Angebot als auch nach einer Fördermöglichkeit. Und dann erhält praktisch das Unternehmen einen Umsetzungsplan aus einer Hand. Ja, wir sprechen hier von der Weiterbildungsagentur Sachsen-Anhalt West, die das Ziel hat, mehrere Partner zu vereinen, die für Arbeitnehmer und für Arbeitgeber Beratung und Förderangebote zusammenführen zum Thema Weiterbildung. Weiterbildung in jeglichen Facetten. Eröffnet wurde die Agentur auf dem Gelände der Bögelsack Möbelmanufaktur, ein regionales Unternehmen in Langenstein. Auch hier merkt man, dass sich die Arbeit gewandelt hat. Für die Bedienung der neuen Arbeitsgeräte ist es notwendig, die Angestellten weiterzubilden. Hier kommt die neue Agentur ins Spiel. Also der Tischlereiberuf hat sich sehr, sehr stark verändert. Wir leben heutzutage in so einer Art digitalen Zeitalter. Die Maschinenarbeit hat sich verstärkt und sie kommen heutzutage gar nicht mehr ohne Arbeitsvorbereitung, weil wenn man digital arbeitet, braucht man eine sehr, sehr gute Arbeitsvorbereitung und die muss man heutzutage liefern, sonst braucht man keine digitale Maschine. Das zieht sich sozusagen durch alle Branchen durch, also von der Pflege bis zu den erneuerbaren Energien, Automobilzuliefererindustrie. Und es geht ja, also das Prinzip, was wir sozusagen vor 30 Jahren noch hatten, dass man einmal eine Ausbildung macht und dann fertig ist fürs Berufsleben, das gilt nicht mehr. Das Arbeitsleben und die Anforderungen ans Arbeitsleben verändern sich gerade rasant. Insbesondere in Zeiten der Digitalisierung. Und da gilt es dann sozusagen lebenslang zu lernen und sich immer den neuen Herausforderungen zu stellen. Und da geht natürlich auch die Bandbreite über alle Altersklassen und über alle Branchen, die dort dieses Angebot auch nutzen können. Von der Arbeit der Weiterbildungsagentur können natürlich nicht nur Angestellte profitieren. Auch Arbeitgeber werden entlastet und auch Arbeitssuchende können hier beraten werden. Selbstverständlich kann die 40333 in der Region Halberstadt jeder anrufen. Wir werden dann schauen, welches Anliegen der oder diejenige Person hat und dann prüfen, wer kann da das Beratungsangebot realisieren. Die Weiterbildungsagentur ist ja nur ein Element unserer Arbeit und widmet sich schwerpunktmäßig dem Thema Weiterbildung in Unternehmen und damit auch von Beschäftigten. Selbstverständlich, jeder Interessent kann sich melden. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Schritt, dass man praktisch für diese Region eine einzige Telefonnummer hat und man bekommt innerhalb von 48 Stunden eine Antwort. Ja, weil die Frage ist ja, wenn ich praktisch mehr oder weniger einen Mitarbeiter in einen bestimmten Arbeitsprozess bringen will, gibt es dort eine Förderung, kann ich den dort weiterbilden und wie mache ich das am besten? Und wenn ich innerhalb von 48 Stunden eine Aussage habe, ja, nein, weil wir als Unternehmer, wir müssen kurzfristig handeln. Das macht uns eigentlich danach auch aus. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass man jetzt praktisch eine Ansprechperson hat oder eine Telefonnummer, wo man innerhalb von 48 Stunden eine Auskunft bekommt.
Also ich habe eine Stelle, da habe ich bestimmte Anforderungen, was ich dort an Qualifikationen brauche, und ich suche eine bestimmte Person dafür mit dieser Qualifikation. Und das ist genau das, was Weiterbildung und Qualifizierung leisten kann, dieses Matching, also dass sie Personen zu qualifizieren, damit sie diese Arbeitsaufgabe auch erfüllen können. Die Beteiligten auf diesem Pressetermin wissen auch, dass die Fachkräfte aus dem eigenen Land nicht für alle Stellen ausreichen. Dafür gibt es mehrere Optionen. Mehr Arbeitslose einbinden, Pendler gewinnen, Fachkräfte aus dem Ausland und schauen, welche Stellen unbedingt besetzt werden müssen. Es ist ein hoher Anteil unbesetzter Stellen und wir müssen gemeinsam schauen, wo können wir Beschäftigte oder auch Fachkräfte gewinnen. Und das kann nur aus vielen Elementen, aus vielen Quellen passieren. Eine Quelle ist die Möglichkeit aus dem Bestand der arbeitslos gemeldeten Personen. Aber letztendlich haben wir auch viele Personen, die zum Beispiel noch jeden Tag aus unserer Region in eine andere Region fahren, die sogenannten Pendler. Und da vielleicht Wege aufzuzeigen und Möglichkeiten, Beschäftigung hier zu realisieren, an ihrem Wohnort. Und dann gibt es natürlich auch noch die Chancen, die die nächsten Wochen und Monate bringen werden, bezüglich ausländischer Fachkräfte, die in Deutschland hoffentlich mehr Fuß fassen, als das bisher der Fall war. Also wir haben ja kein flächendeckendes Fachkräfteproblem, sondern das ist ja auch branchenspezifisch. Aber es stimmt auch, die Fachkräfte, setzen wir auf die Fachkräfte aus dem eigenen Land, aber die werden nicht ausreichen, um alle Bedarfe der Ansiedlung zu befriedigen auch. Und deswegen setzen wir gleichzeitig auch auf Erweiterung des Fachkräftepools und auch auf das Thema Fachkräfteeinwanderung. Aber auch da spielt dann Qualifizierung wieder eine Rolle, damit es genau die richtigen Fachkräfte sind für die Bedarfe. Im Moment haben wir allerdings die Situation, die glückliche Situation, dass mit den Neuansiedlungen also auch viele Logistikbetriebe sich ansiedeln werden, hier, wo wir gerade sind, in Halberstadt, das Daimler Logistikzentrum. Und da haben wir dann damit auch die Chance, auch arbeitslose Menschen für diese Tätigkeiten zu qualifizieren, damit sie als Arbeitskräfte für die neuen Anbieter auch attraktiv werden. Ich lerne viele Menschen in unserem täglichen Erleben kennen, die gerne arbeiten möchten, aber vielleicht ihre individuellen Rahmenbedingungen an der einen oder anderen Stelle zurzeit nicht dafür ausreichen. Und das hat nicht nur was mit Qualifizierung, sondern auch mit Rahmenbedingungen gesundheitlicher Art. Alle möglichen Facetten spielen da eine Rolle. Und sicherlich müssen wir auch lernen, dass Generationen unterschiedliche Ansprüche an ihre weitere Entwicklung haben. Und da muss man einfach schauen, was wir gemeinsam dafür tun können. Es gibt Analysen, was wir in der Zukunft brauchen, und dann müssen wir einfach versuchen, dass wir die Jugend, die heutzutage zum Gymnasium geht, einen Abschluss macht und aber auch die eine normale schulische Ausbildung machen, einfach in die Berufe reinbringen, die wir benötigen in der Zukunft. Weil wir können doch nicht sagen, dass wir Einwanderung suchen und die eigenen Leute, die sollen in dem Augenblick das machen, was ihnen gerne Spaß macht. Das ist alles gut und schön, aber wir sind ein Land. Und wir müssen in dem Augenblick auch irgendwo sozial denken. Und so muss jeder seinen Beitrag in diesem sozialen Netzwerk einbringen. Was ganz dringend passieren muss, dass wir auf alle Fälle mehr Personen in Arbeit bekommen können, die auch aus anderen Ländern hierher bekommen. Also das Thema Zuwanderung, denn man muss sich nur die Zahlen und die Fakten anschauen. Deutschland ist ein Land, das einfach altert. Deutlich schneller altert, als wir das vielleicht schon wahrnehmen. Und wir brauchen die Beschäftigten. Und die werden wir in Kürze nicht durch unsere Bevölkerung, die Kinder, die auf der Welt schon sind, ersetzen können. Und deswegen ist es wichtig zu erkennen, dass sich mit Menschen aus allen Teilen der Welt hier in unserer Region auch wirklich arbeiten kann und muss. Und das ist wichtig, dass wir diesen Schritt jetzt als nächstes gehen. Mit der Weiterbildungsagentur West konnten auch die letzten Landkreise in Sachsen-Anhalt abgedeckt werden. Mit einem engagierten Team stehen für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und alle weiteren nun Ansprechpartner im Harz- und Salzlandkreis bereit.